21. Das Verhör. Mit Clemens Nicol und Markus Wallay. So. Name? Thomas Hampson. Hampson Thomas. Geburtsort? Elkhart, Indiana, USA. Aktueller Wohnsitz? New York. Erlerntes Instrument? Einige. Klavier. Klavier. Tuba. Tuba. Kornett. Kornett. Schlagzeuge. Schlagzeug. Gesang. Gesang. Dir wird Folgendes vorgeworfen, Thomas. Kollegen-Nanny, Kunstlied-Nerd und Sänger-Sissy. Ja? Erster Vorwurf, Couch-Potato. Vor, aber besonders nach Auftritten brauchst du sehr viel Schlaf. Sagst du selber, du hängst dann auch gern auf dem Sofa rum. Hast du schon mal die ein oder andere Probe oder Vorstellung deshalb verschlafen, verpennt? Nein, kein einziger Auftritt. Weder Probe noch Vorstellung habe ich verschlafen oder verschlammt oder verpasst. Aber du brauchst diese Regenerationszeit. Du bist ja nicht mehr der Jüngste. Danke. Braucht man im hohen Alter nicht eigentlich weniger Schlaf? Ich hoffe. Aber ist noch nicht passiert? Noch nicht. Nächster Vorwurf, Don Giovanni. Oh je. Ob du es willst oder nicht, die Frauen stehen auf dich. Hollywood Face, ja, stattliche Größe, amerikanischer Charme und so weiter. Wie viele Frauenherzen hast du schon gebrochen? Wie soll ich das wissen? Ich meine, ich bin glücklich verheiratet und seit langem mit einem Partner gewesen. Und was auf der Bühne passiert, bin ich nicht dafür verantwortlich. Don Giovanni soll Herzen brechen. Ja. Ja, so, oder? Ja, ja. Und hast du das ist ja auch eine Paraderolle von dir. Hast du da auch mal so Method-Acting-mäßig? Was mich reizt an den Don Giovanni, ist, dass er ein ausgesprochener Psychopath und Soziopath ist. Er ist ein verbrochener, skurriler Typ. Kennen Sie den Film American Werewolf? Ja. Das ist für mich ein sogenanntes Vorbild, für was ein moderner Don Giovanni vielleicht ausschaut. Thomas, böse Menschen sagen, Dietrich Fischer-Dieskau hat am Ende mehr gesprochen als gesungen. War eher als Sprecher unterwegs. Wie lange geht noch dein Terminkalender als Sänger? Solange ich noch vertraue, dass ich singen kann. Aber die Idee, dass ich mit 60 einmal überhaupt überlegen soll, aufzuhören, ist ein Widerspruch in der Natur. Ein Bariton kann schon sehr lang singen. Ich muss natürlich immer wieder, wie ich schon gemacht habe, mein Repertoire auswählen und vorsichtig sein. Auch vor allem wahrscheinlich mein Arbeitspensum. Mhm. Ne, das muss man eher zuerst wahrnehmen. Der Vorwurf den Fischer-Dieskau gegenüber ist wahrscheinlich wohl richtig. Aber selbst wie der Mann aus dieser ungeheuer Fantasie und Könnens und Verständnis und Bildung gesprochen hat, ist schon mehr wert, als manchmal gesungen wird. Was ist wirklich gesungen, was ist gesprochen, was ist vielleicht in derselben Lied überhaupt? Das könnte sein. Und das wollte der Fischer-Dieskau. Es ist unter den alten Motiven, dass selbst der Richard Strauss davon schrieb und alles, Wort und Ton. Ne? Töne sprechen, Wörter klingen lassen. Und das ist sogar ein Spruch von Fischer-Dieskau selbst. So, ich glaube, wir sollen ein bisschen Vorsicht. Dass es in eine Künstler sein Leben kommt, wo man lieber den Mund halten soll als Profisänger, als den eigenen Vermächtnis zu vernichten, ist wohl bekannt. Und ich habe einen enge Kreis von Leuten, dass ich vertraue. Und wenn die anfangen zu sagen, Tom, it's time, dann wird es time sein. Und ich kann nicht wissen. Mein Kalender ist in die nächsten 5 Jahren ziemlich voll und eine interessante Mosaik.
Und ich habe überhaupt keine Bedenken oder Absicht, aufzuhören. Ich möchte das noch bewahren, was ich geplant habe. Cut his front battalion. He swerved back to pin them against the warships, never letting the Trojans scream. Du redest auch mit Bäumen und mit Tieren, habe ich mir sagen lassen. Ja, gern. Was sagen sie dir? Die Bäume sind wirklich Selbstgespräche und das ist immer gesund so. Die Tiere ist ganz was anderes. Ein Tier hört und versteht von Tonfall wahrscheinlich mehr, als wir denken. Und das tut manchmal sehr, sehr gut. Es macht mir Spaß, mit der Natur zu reden. Aber ich bin ein ausgesprochener Tierfan. Ich liebe Tiere. Und ich glaube, es ist eine andere Dimension unser Dasein. Ich habe hier was gefunden, mal als Beweismittel. Die Tierliebe geht so weit, dass du jetzt auch schon wie Tiere singst. Stimmen tatsächlich nachzuahmen, habe ich als Kind schon angefangen, weil es war mir unfassbar aufregend und fad gleichzeitig sommerlang auf den Bauernhof von meinen Großeltern zu sein und tatsächlich die Kuh und die Hühner, Henne vor allem, haben mich sehr angesprochen. Wir haben sehr oft gern miteinander gesprochen. Ich stehe schuld in diesem Punkt. Und welches Tier machst du am liebsten nach, jetzt so vom Sound? Well, ich habe schon sehr gern ein Huhn. Ja? Out of the shattered rose that will smile no more. 4-2 Beweisfotos. Kollegin Nanny ist der Vorwurf. Kollegin Nanny. Du hast jetzt eine Uraufführung gemacht an der Bayerischen Staatsoper South Pole zusammen mit Rolando Villazón. Ja. Und wir kennen ja Rolando Villazón, der ist ja immer total drauf, der labert den ganzen Tag, macht einen Witz nach dem anderen. Ich könnte mir auch vorstellen, dass dir irgendwann nervt. Wie viel Honorar bekommst du mehr dafür, dass du mit Rolando zusammen diese Oper machst? Ob ich ein Sonderhonorar kriege, freundlich zu dies oder jenes Kollege sei oder nicht, muss zwischen der Veranstaltung und ich bleiben, als geheim. Also ja. Überhaupt keins. Ich liebe meine Kollegen, selbst die, das mich nervt. Und der Rolando nervt mich nie. Aber es gibt schon Kollegen, wo man sagt, komm bitte, was soll das? Aber Entschuldigung. Wir sind Profi. Wir sind alle unter Stress. Ich bin auch nicht der Einfachste. Ich kann wahnsinnig hart auf mich selbst sein und dann wirklich sehr unangenehm zu meinen Kollegen. Ich habe schon bei dieser Produktion mich ein paar Mal entschuldigen müssen, weil es kocht einfach mal hoch. Ich habe auch ein Temperament, nicht? Ich meine, die Leute widmen mir sehr viel Geduld auch gegenüber. Und wenn ich mich blöd und schämend verhalte, was immer wieder, ja, schämend ist völlig übertrieben, aber wenn ich mich falsch oder unordentlich benehme, möchte ich mich entschuldigen. Nicht? Aber wenn ich glaube, dass ich provoziert sei zu dieser Benehmung, dann bin ich wahrscheinlich noch unangenehmer, weil ich erwarte den Gegenseitigen. Dann müssen wir mal das ausreden. Also mit dir kann man sich gut streiten, aber dann auch wieder gut vertragen. Ich hoffe. Ich glaube, das wäre das Beste. Und Olli entflippt ihn downbeat. Ja, aber nein, das ist, ich kann das auf idle Tempo. Nein, nicht. Passiert was auf dem Downbeat oder ja, nicht? Mit ihm. Ja, das muss ich wissen. Nein, auf dem Downbeat ist gar nichts. Was heißt das? Es ist nicht was geschrieben. Es ist mein Wunsch. Proclus grafted him off his car, his mouth gaping round the glittering point. Zack. And flipped. That's what you need. Spielt er was auf das? Du warst ja perfekt. Du warst ja perfekt. Ich wollte nur Luis mit dir zusammen. Wo sind wir? Thomas, wir kommen zum letzten Teil des Verhörs, zum Kreuzverhör, mit der Bitte um kurze Antworten. Okay. Das fällt mir schwer. Ja, das war klar.
Kaiserschmarrn oder Palatschinken? Kaiserschmarrn. Clinton oder Trump? Oper oder Lied? Ich verweigere zu entscheiden. Die leben miteinander, aufeinander, füreinander. Schallplatte oder iPod? Oh, es tut weh. Schallplatten. Pinguin oder Eisbär? Eisbär. Und die für uns wichtigste Frage eigentlich, Burger King oder McDonald's? Ich esse weder noch. Wenn ich einen Hamburger, dann mache ich mir selbst. Gut. McDonald's oder Burger King? Furchtbare Frage. Ja. It says, how would you like to die? Be shot or hung? You know, I mean, what difference does it make? Markus. Es tut mir leid, ich bin ein bisschen fad. Ja, aber das ist ja meistens das Gefährlichste. Ja. Man, er streitet gern, hat er gesagt. Ja. Er redet mit Bäumen. Es ist schon irgendwie alles, es passt nicht wirklich. Und der Don Giovanni ist auf der Bühne. Und Don Giovanni, ja, ja. Schauspiel ist immerhin Schauspiel, oder? Ja. Er kann es halt auf der Bühne ausleben. Das ist halt der Vorteil, ne? Als Opernsänger kannst du ja, aber vielleicht ist ihm nicht klar, dass nicht alles eine Bühne ist im Leben. Weißt du? Ja. Er redet sich immer wieder gut. Es ist Wahnsinn. Er redet sich immer wieder. Aber man kommt trotzdem, denke ich jetzt, war jetzt ein langes Verhör, aber man geht mit einem guten Gefühl raus. Ne? Das, so sind sie, die Amerikaner. Ja, die reden. Ja, wirklich. Also wir lassen ihn einfach mal weiterreden, woanders. So ist es, ja. Und bitte woanders. Ja. Schön war es, danke, Herr. Ja. Aber hier noch. Genau. Also, bin ich verurteilt? Aber wie gesagt, ne, wir sind weiter beobachtend. Das ist die Erklärung. Ich habe jetzt gar nicht gesagt, was da draufsteht, aber das ist weitere 25.000 Schallplatten gekauft für viel, viel Geld. Vielen Dank. Danke. Danke euch. Lustig. Schneid, wie ihr wollt. U21, das Verhör. Zum Anschauen und als Videopodcast unter brklassik.de.